Achtung, Stau im Elbtunnel. Wer Richtung Inland unterwegs ist, sollte sich heute auf Wartezeiten von einer halben Stunde, Anreisende Richtung Küste sogar bis zu 1,5 Stunden gefasst machen. Viel Spaß, wo immer es euch heute hinzieht, mit der erfrischenden Musik von Radio Swoosh FM. Was ist schon Amsterdam? Was ist schon Venedig? Wusstet ihr, dass Hamburg mehr Brücken hat als diese beiden Städte zusammen? Und wenn ihr mir nun auch sagen könnt, wie viele Brücken das ungefähr sind, spendiert euch Radio Swoosh FM ein Verwöhnwochenende in einem Hamburger Nobelhotel für 2 Personen. Noch keine Ahnung, wo ihr dieses Wochenende am besten auf den Swoosh gehen könnt? Na, der Name ist Programm. Wir verraten euch die heißesten Adressen, die besten Clubs und die coolsten Events. Rund um die Alster startet ab Samstag das diesjährige Alsterfest. Mit vielen, vielen Bands und mit dabei natürlich Radio Swoosh FM. Ihr schon einmal den Kick erlebt, wenn man an einem Gummiseil 130 Meter in die Tiefe stürzt? Wollt ihr es erleben? Radio Swoosh FM verschenkt an die ersten 10 Anrufer einen Bungee-Jump vom Telemichel. Jetzt anrufen und mal nicht auf Mamis gut gemeinte Warnungen hören.
Radio Swoosh FM. Der Hamburger so schön sagt, wenn der Hahn kräht auf dem Mist, ändert sich's Wetter oder es bleibt wie es ist. So, das war die Weisheit des Tages von Radio Swoosh. Um es aber noch etwas präziser zu machen, die nächsten Tage werden heiter bis wolkig mit Temperaturen bei etwa 20 Grad.